Oh. So, ein herzliches Willkommen zu Gothic React mit Cupfield. Grüß dich, Cupfield. Hallo. Hallo. Snake, es geht los. Yes. Es kann noch gehen, Snake. Starte das Video. Ja, warte mal. Ich habe ja heute noch einen kleinen Gastauftritt von unserem Discord. Echt? Wer ist das? Discord. Man of the Match of Master of Designs. Ich sage jetzt bloß, das ist der ich denke, der ist. Ja, das ist kann der. Kann es sein? Das ist der einzigartige Messias LP. Ich grüße euch. Schön, auch mal mit dabei zu sein. Das ist ja mal eine Ankündigung. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Dankeschön, dass ich hier mal mit dabei sein darf. Und ich grüße alle, die hier dabei sind und zuhören. Ich bin der Messias, ich bin der quasi im Hintergrund die ganzen Server betreut und unter anderem halt auch diesen Discord, quasi den ganzen Background für unseren PK Charmant. Ja, und dann natürlich auch an Cupfield, wenn er online geht bei Twitch, dass da immer die Benachrichtigungen kommen und so, und dass er natürlich bei unserem 3-Mann-Projekt mit dabei ist und alles. Ja, das der macht Mann, alles. Der Mythos, die das Legende. Das macht alles Messias. Jetzt habt ihr auch mal eine Stimme dazu, das bin ich. Da ist er. Was für eine Adanos, der Avatar. Adanos. So, aber wir wollen wieder mal zurück zu unserem Projekt gehen, und zwar aufrichtig. Ja, wir hatten schon, das ist heute die 4. Folge von uns. Ich muss sagen, war sehr belustigend. Die letzte Folge von Wild Medics war das letzte Video, was wir gemacht haben. Das war echt cool, oder? Was sagst du? Da hatten wir ja danach hatten wir unseren Podcast, ja, genau. Weiß ich nicht mehr, aber ja, es war auf jeden Fall sehr cool. Ja, hat er echt cool gemacht. Hat das schön geschnitten und alles. Und hat du meinst das Unity-Projekt, oder? Genau, das Unreal-Ding. Unreal, nicht Unity. Nee, das Unreal. Unreal. Und da muss ich echt sagen, er hat er schön auf den Punkt gebracht damals. Und ja, ich denke, wir sind heute dabei und werden heute hier vom Herrn Jules Entertainment seltene Dialoge Teil von Gothic 2 mal anschauen, Teil 6. Aber warte mal. Ja. Sind wir nicht in der Reihenfolge irgendwo anders als geplant? Wir wollten ja zuerst mit Musik anfangen. Ah ja, Dick, stimmt. Ah, ja. Entschuldigung. Mensch, du bist der beste Man of the Match. Okay, Entschuldigung, wir fangen heute mit Jürgensen an, und zwar mit richtig. Erwache. Und das ist der Gothic Hip-Hop auf jeden Fall. Und da werden wir mal reinschauen. Ich weiß gar nicht, das Projekt. Ja, vor 3 Jahren hat er das gestreamt. Gemacht. Wahnsinn. Gestreamt. Naja, voll bescheuert, oder? Ich bin immer noch von gestern noch ein bisschen platt, wo ich hier rausgelassen wurde. Du, den Dialog hatte ich aber auch bei mir. Ja, ich hab's gesehen. Ah, das war auch sehr legendär. Große Empfehlung. Guckt auch rein hier bei BK in die Playlist. Auch steht alles in der Videobeschreibung. Alles zur Beschreibung. Da sind noch ein paar richtige Ehrenmänner dabei. Außer mir natürlich. Ich bin ja kein Ehrenmann. aber Jack ist dabei. BK ist dabei. Hirnverbrennungen sind dabei. Der Hutschuss ist dabei. Und Und ah! Ja, genau. Heute machen wir, heute ist noch eine XXL-Folge, weil wir die letzten 14 Tage konnten wir nicht streamen, weil private Dinge und alles. Und heute machen wir etwas länger, was das angeht. So, wollen wir starten? Bock drauf? Ich bin dafür, wir starten jetzt. Also, wenn Messias das sagt, dann müssen wir anfangen. Dann müssen wir starten. Da muss man mitmachen. Nee, da muss man mitmachen. Der macht unser Discord, hallo? Das ist der Boss. Ich will Messias Zorn nicht spüren. let's bevor go. Uns zu Belia schickt. Ja, Mann, er schickt uns zu Belia. Genau. So, bis gleich. Kümmerliche Vorstellung. Yes. Ich glaube, die wollen mir an den Zipfel. Richtig?
Wasser aus dem Lager der Sekte. Richtig? Richtig! Du bist der Chef der Söldner. Richtig? Das ist richtig! Der Südausgang ist der umgestürzte Turm. Richtig? Ja, richtig! Du kümmerst dich um die Reisfelder. Richtig? Richtig! Du kommst aus der freien Mine. Richtig? Das ist richtig! Du bist der Schmied. Richtig? Richtig! Du Arsch! Das ist alles? Richtig! Richtig? Hier ist alles? Richtig! Richtig? Klingt ja richtig nett. Richtig? Das ist nicht richtig. Sag mal, willst du mich verarschen? Was ihr da macht, interessiert mich nicht. Genial gemacht. Das ist alles? Richtig? Ja. Richtig. Ihr ist alles? Richtig? Ja. Richtig. Das ist alles? Richtig? Ja. Richtig. Ihr ist alles? Richtig? Ja. Dem hat was richtig zugesetzt. Ja, richtig. Ja, ein Router. Ja, Router von Gothic. Nee, darf man das sagen? Gothic 4? Nein. Achso, okay. Router war der beste Dude überhaupt damals. Bei Arcania. Ich habe dir noch ein anderes Video geschickt, das komplett vergessen, noch zu schicken wollen. Das können wir uns im Anschluss auch noch reinziehen. Ja, wir haben Zeit. Achso, Jungs, viele Grüße gehen raus auf jeden Fall. Zack, Like da gelassen. Und jetzt werden wir mal zu den Ehrenwerten von, wie heißt der? Molaka! So, danke für die Hilfe. Diego aus Gothic 2. Ich bin gespannt. Aus dem Söldnerlager. Ich bin gespannt, was hier für eine Sprachweiz genommen wurde. Capfield? Ja. Bist du bereit? Nein. Gut, alles klar, geht los. Wer bist du? Ich bin Diego. Gomez Diego. Wer ist Gomez? Ich bin Diego. Ah, danke für die Hilfe. So, das war's schon. Aber ich muss ja wirklich sagen, das ist sehr genial gemacht. Wer bist du? Ich bin Diego. Gomez Diego. Gomez Diego. Wer ist Gomez? Ich bin Diego. Ah, danke für die Hilfe. Der war schon nice. Das Problem ist, kann man die Videos dann angucken, wenn man das wirklich diese Filme anguckt? Kann man das angucken dann? Ich schätze mal schon, ja, also. Aber man hat es trotzdem drauf. Immer im Hintergrund dieses Sprachfeil. Man hat trotzdem immer im Hintergrund diesen Dialog, wenn man das vorher gesehen hat. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich jemals hier zu dem Film von Der Aufpasser mal gelange hier, du weißt schon mit dreckiger Dieb. Ja, stimmt, ja. Alter, also die Szene da werde ich sicher nicht lachen, wenn ich den Film jemals zu greifen kriege. So, okay. Gehen wir mal wieder zum Jules und jetzt fangen wir jetzt mit Jules an. Ja, der Julitz. Der Julitz Entertainment. Entertainment. Geil. 10 Minuten geht das Video. Seine Dialoge in der letzten Folge von uns, da gab es wirklich Dialoge. Also kein Plan. Oder? Noch nie gehört, Mann. Wahnsinn. Also wirklich cool. Cooles Format. Fetzt mir wirklich. Weil, dass die Leute von Piranha Bytes so weit ausgedacht haben und sowas, finde ich echt cool. So, wollen wir mal reinschauen? Teil 6 ist das von Jules. Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Richtig.
Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von seltenen Dialogen in Gothic 2. Mal bewegen wir die Maus. Ja, mittlerweile sind wir bereits bei Part Nummer 6 angekommen und Mauszeiger ja, weg zu sein, hätte ich nie gedacht, dass ich noch so viele Dialoge finde. Mann, Pike, ich spiel nicht Lehrer, Mann. Waren. Wie viele von euch ne... Ich hab gesagt, ich spiel nicht Lehrer, Mann, gib den Mauszeiger weg. Ach so, ja, mach ich. Kommentaren angemerkt haben, ist es wirklich Wahnsinn, wie viel Mühe sich die Entwickler gegeben haben, dem Spieler in Gothic 2 möglichst viele Entscheidungsmöglichkeiten zu geben, die sich dann auch in den Dialogen auswirken, auch wenn vermutlich nur ein kleiner Prozentsatz der Spieler diese jemals entdeckt. Aber nun genug geredet, lasst uns mit dem ersten seltenen Dialog starten. Den ersten äußerst seltenen Dialog finden wir bei den Wassermagiern. Das ist für diese Videoreihe eine Premiere, da bislang keiner der blauen Kuttenträger einen Auftritt hatte. Das soll sich nun aber ändern und wir sprechen in dem Fall sogar von dem obersten Wassermagier Saturas. Im Laufe der Eldon-Geschichte schließt sich der namenlose Held ja bekanntermaßen dem Ring des Wassers an. Hierbei erhält er seinen eigenen Aquamarinring und eine Rüstung. Wenn man diese beiden Erkennungsmerkmale allerdings nicht trägt, beziehungsweise nur den Aquamarinring von Laris bei sich hat, so reagiert Saturas ziemlich schroff, wenn man ihm von der Aufnahme des Helden berichtet. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Und woran soll ich jetzt erkennen, dass du zu uns gehörst? Der Aquamarinring, den du da trägst, gehört Laris. Das sehe ich doch. Willst mich wohl verarschen, was? Ich habe auch nichts anderes erwartet. Bleiben wir erstmal beim Addon-Content und begeben uns direkt ins Piratenlager von Jakindar. Dort treffen wir erneut auf den Piraten Skip. Sorry, wenn ich nochmal einschneiden muss, aber ich muss immer wieder sagen, Jules hat eine so eine angenehme Stimme. Das ist echt cool. Fetzt mir. Den hört man auch gerne zu. Den hört man echt gerne zu. Richtig. Aufrichtig, richtig. Den wir bereits vom Strand in der Nähe der Hafenstadt kennen. Der Held hat die Möglichkeit, ihn zu fragen, ob er ihn nach Korinth zurückbringen kann. Wenn Captain Greg noch nicht vor Ort ist, dann erklärt er dem Helden, dass er gerade erst angekommen ist und dementsprechend erstmal im Lager bleiben will. Wenn Greg allerdings zurück ist, erfährt man von diesem, dass das Schiff der Piraten versenkt wurde. Fragt man Skip dann erneut nach einer möglichen Überfahrt, so reagiert er wie folgt. Kannst du mich nach Korinth bringen? Bist du verrückt? Wir haben unser Schiff verloren, Mann! Mit unserem letzten Boot werde ich keine Spazierfahrt machen, nur weil du zu faul bist, deinen Hintern selber nach Korinth zu schwingen. Kannst du mich nach Korinth bringen? Wie oft noch? Nein! Als nächstes begeben wir uns in die Hafenstadt von Korinth. Im fünften Kapitel erfährt der Held, wo sich der Avatar Belias aufhält und macht sich auf die Suche nach einem Schiff und einer passenden Crew. Wusstet ihr, dass man auch den Fischhändler Halvor fragen kann, ob er Mitglied der Crew werden will? Nein? Dann seht's. Echt jetzt? Ja, das geht. Ich weiß nur Raoul. Wie willst du denn von hier wegkommen? Stimmt, ja. Doch. Verarschen kann ich mich alleine. Die Paladine machen kurzen Prozess mit dir, wenn sie dich erwischen. Aber bitte, es ist ja nicht mein Leben, das du riskierst. Kannst du mir helfen? Ich bin da der Falsche, aber sprich doch mal mit Jack. Er lungert bestimmt hier irgendwo im Hafen rum. Er weiß am besten, was du brauchst, um auf große Fahrt zu gehen. Das hast du nicht gewusst. Willst du mit? Nee, lass mal. Ich habe hier genug zu tun und habe, ehrlich gesagt, keine Lust, auf eine der orkischen Sklavengaleeren zu treffen. Aber ich wünsche dir viel Glück. Am Marktplatz von Korinth erhalten wir den nächsten seltenen Dialog. Vom Waffenhändler Harkon erfahren wir, dass dieser von Banditen ausgeraubt wurde. Sobald man dies erledigt hat, erhält man neben einigen Erfahrungspunkten 100 Gold aus den Taschen des Händlers. Es gibt allerdings auch eine andere Möglichkeit, an diese Quest heranzukommen. Bei Harad, dem Schmied, kann man diese Mission ebenfalls erhalten, wenn man diesem sagt, dass die Sache mit der Orkwaffe zu schwer ist. Geht's vielleicht diesmal auch eine Nummer kleiner? Harkon. Der Waffenhändler am Marktplatz hat mir erzählt, er wäre vor ein paar Tagen von Banditen überfallen worden. Wenn man Harkon erst dann auf die Sache mit den Banditen anspricht, so erhält man folgenden Dialog. Harad hat mir von den Banditen überfallen erzählt.
Ach, und? Er will mir seine Zustimmung geben, eine Stelle als Lehrling anzunehmen, wenn ich die Banditen zur Strecke bringe. Der gute alte Hase. Das ist wohl seine Art, sich dafür zu entschuldigen, dass er zurzeit keine Waffen mehr für mich herstellt. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Du willst doch bei Harad Punkte sammeln, oder etwa nicht? Ich denke nicht, dass ich dich dafür noch bezahlen muss. Der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Harad wird zufrieden sein, denke ich. Diese Fake-Werbung ist wirklich ärgerlich. Die Werbung geht mir auf den Sack. Sieht toll aus. Aber wenn du es herunterlädst. Ja, wenn du es herunterlädst, ist alles besser. Aber echt cool, ne? Mal schauen, was noch alles gibt. Als nächstes machen wir uns auf den Weg zur Kaserne von Corinis. Lord André ist als Anführer der Stadtwache dazu auserkoren, neue Milizsoldaten aufzunehmen. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, sich der Stadtwache anzuschließen. Eine Variante besteht darin, sich um die Diebesgilde von Corinis zu kümmern, die sich in der Kanalisation aufhält. Wenn man auf die Diebesgilde trifft und deren Mitglieder nicht tötet, kann man Lord André von deren Aufenthaltsort berichten. Wenn man sich dann im Nachgang zu viel Zeit lässt und in die Kanalisation zurückkehrt, so sieht man folgendes Bild. Anschließend kann man Lord André dann wieder auf die Sache mit der Diebesgilde ansprechen. Dann sagt er folgendes. Wegen der Diebesgilde. Du kannst die Sache vergessen. Ich habe ein paar Männer runter in die Kanalisation geschickt. Die Diebesgilde ist jetzt nur noch ein trauriges Kapitel in der Geschichte dieser Stadt. Nun springen wir mal wieder an den Anfang des Spiels in die Nähe von Lobards Hof. Bekanntermaßen hält sich dort der Händler Kanta auf, der es faustdick hinter den Ohren hat. Wusstet ihr, dass er einen speziellen Dialog hat, wenn man ihn einfach angreift? Mehr noch, je nachdem, ob man diese Auseinandersetzung gewinnt oder verliert, reagiert Kanta auf unterschiedliche Art und Weise. Es war sehr dumm von dir, mich anzugreifen. Entweder du machst die Sache wieder gut, oder ich werde dafür sorgen, dass du deine Tat bitter bereust. Und was schwebt dir davor? 100 Goldstücke. So viel habe ich nicht. Was stiehlst du dann meine Zeit? Warte mal. Hast du gedacht, du könntest mich so leicht besiegen? Entweder du machst die Sache wieder gut, oder ich werde dafür sorgen, dass du deine Tat bitte. Der nächste seltene Dialog führt uns in die Taverne zur Ja, okay, das kennt man ja noch auch nicht. Nie gehört. Noch ich nicht? Nie gehört. Ach, das kennst du nicht? Nee. Das kenne ich wiederum. Okay. Siehst du? Unterschiedliche Meinung. Boten Harpie. Orlan, der Inhaber der Taverne, ist bekanntermaßen ein Mitglied des Rings des Wassers. Im Normalfall trifft man ihn im Spielverlauf erst an, nachdem man mit Vatras und Laris über den Ring gesprochen hat. Von Laris erhält man daraufhin ja dessen Aquamarinring, was dazu führt, dass Orlan den Helden als Mitglied des Rings identifiziert. Der Held erhält dann kostenfrei den Zugang zu einem Zimmer, in dem er nach Belieben übernachten kann. Sollte der Held mit Orlan allerdings bereits vorher in Kontakt treten, so muss er für das Zimmer einmal wöchentlich 50 Gold zahlen. Hier gibt es dann unterschiedliche Reaktionen seitens Orlan, je nachdem, ob der Held das Gold bei sich hat oder nicht. Glaubst du wirklich daran? Wann bekomme ich endlich meine Miete? Ich habe so etwas keine Zeit. Vergiss es, ich zahle nichts mehr. Na, dir will ich helfen, du elender Zechsprenger! Das wiederum kenne ich überhaupt nicht. Wann bekomme ich endlich meine Miete? Da kannst du eh nicht. Das habe ich mal gesehen im Original Gothic 2. Sag mal, willst du mich verarschen? Okay. Du hast ja nicht mal genug Geld, um das Essen zu bezahlen. Die will ich helfen, du. Okay, kenne ich überhaupt nicht. Wann bekomme ich endlich meine Miete? Das war auch schon vorher. Hier sind deine 50 Goldmünzen. Krass. Das wurde aber auch Zeit. Wo treibst du dich eigentlich immer herum? Das kenne ich wiederum. Nein, aber es geht mich ja auch nichts an. Einen weiteren seltenen Dialog erhalten wir im Kloster von Corinis. Im Rahmen der Prüfung des Feuers muss der Namenlose drei Prüfungen des Hohen Rats erfüllen.
Für die Prüfung von Serpentes muss der Held an den heiligen Hammer Innos gelangen, um den Steingolem zu besiegen. Normalerweise lässt man Garvik, den Wächter des Hammers, mit einer Schlafspruchrolle zu Boden gehen. Habt ihr den Hammer jedoch schon mal vor seiner Nase weggestohlen und ihn danach konfrontiert? Dann passiert Folgendes. Ja, hab ich. Dieb, du hast nicht nur Schande über mich und dich gebracht, sondern über das ganze Kloster. Du solltest deine Verfehlung büßen und vor allem, gib mir den Hammer zurück. Ich bringe den Hammer zurück. Du bist ein schändlicher Dieb. Aber es ist nicht an mir, über dich zu richten. Innos wird sein Recht über dich sprechen und du wirst seine Strafe empfangen. Zu guter Letzt begeben wir uns nochmal nach Korinnes, und zwar ins Handwerksviertel. Bei Bosper, dem Bogner, erhalten wir die Aufgabe, ihm 6 Wolfsfälle zu bringen, damit man die Zustimmung erhält, beim Lehrmeister anzufangen. Normalerweise bringt man ihm die Fälle und schließt sich ihm entweder an oder bittet ihn um Erlaubnis, bei Harald oder Konstantino anzufangen. Wenn man ihm die Fälle allerdings erst zurückgibt, sobald man schon einem Lehrberuf nachgeht, so erhält man auch hier einen alternativen Dialog. Ich muss mal kurz was fragen. Wie macht man das überhaupt? Jetzt bist du schon Lehrling bei einem anderen Meister. Ich werde dir die Fälle zum normalen Preis abkaufen. Und damit sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat und ihr Bock auf weiteren Gothic-Content habt. Ich mache mich jetzt direkt wieder an die Recherche für das nächste Video, in dem ich euch hoffentlich weitere Dialoge präsentieren kann, die ihr zuvor noch nicht gehört habt. Euch wünsche ich eine gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ich musste direkt mal fragen, wie die Werbung also eigentlich ist. In der Werbung sieht das Spiel toll aus, aber wenn du es herunter... Also die Werbung geht mir so auf den Sack, ey. Wie macht man das eigentlich, dass man das wirklich an jemanden anschließen kann, ohne Bosper die Fälle zu geben? Ich habe das wirklich noch nie verstanden, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir echt nicht helfen. Keine Ahnung. Ich muss sagen, ein paar Dialoge kannte ich schon beim Uno, wie heißt er? Oh, da war Dwayne. Nee, Cupfield. Garvik? Nee, oben bei der Taverne, wie heißt der? Orlan. Also der letzte Dialog, das kannte ich, ja. Aber ansonsten, keine Ahnung. Also, Servus, La. Ja, den Dialog hörst du tatsächlich eher, wenn du die Klassik-Version von Garvik spielst, also nicht die mit mit Nacht des Abends, sondern wirklich so das normale Garvik 2 halt eben, weil ich habe halt eben in meiner Kindheit, ich hatte so die Gold-Version, aber du konntest halt eben die Nacht des Raben noch separat extra installieren, so. Sprich, wenn du es einmal hoch installiert hast, hattest du halt eben das Klassik-Spiel halt eben. Und das haben wir halt eben damals gespielt, mein Bruder und ich. Und diesen Dialog hier mit der Zeche hier, den haben wir mehr als einmal gehört tatsächlich. Ja, also... Entschuldigung, Uble erkältet, wie bei dir? Der ist nicht mehr, zum Glück, Mann. Hat mich nur 2 Monate gedauert. Ach so, ja, stimmt, ja. Ansonsten geht's ja. Naja. Also, kurzes Statement, und zwar unser Podcast mit Cupfield und so ist jetzt live bei Spotify. Danke, Wild Medics, nochmal, dass du das gemacht hast. So, gehen wir mal zum nächsten. Ich habe hier Waterworld. Wie heißt der Typ, der das erstellt hat? Also, das ist der Josef Volle Kanne. Ah, genial. Bitte abonnieren. Also Volle Kanne, bitte. Volle Kanne. So, wollen wir mal hören. Immer schön langsam drehen. Lass mich gleich mal anlösen. Ramm dein Messer tief in das Fleisch und lege die Trophäe frei. Du musst
musst vor allem darauf achten, dass die Scheiße nicht absplittert. Stirb! Ich hasse die Viecher! Ja! Elendes Drecksvieh! Leg dich nie wieder mit mir an! Genial. Ist mal was essen. Ein Stein reiß ich aus. Eine Affenhitze ist das. Aufhören! Das Wichtigste ist die Ablenkung. Wehe, du vergreifst dich nochmal an meinen Sachen. Verwüstet dein Opfer. St. Pauli hier Pennymarkt, wirklich. Alles voll Dreck. Und es kommt noch schlimmer. Ich weiß, Mann, ich weiß. So. Du bist ein echter Freund. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Und vergiss nicht, Tyler mitzunehmen. Du glaubst gar nicht, wie schlampig einige Leute ihre Goldbeutel verstauen. Oft kannst du sie ihnen einfach aus der Tasche ziehen. Im Grunde genommen musst du nichts anderes machen, als bei deinen bisherigen Diebstählen auch. Ablenken und zugreifen. Wir kriegen beide noch Ärger. Du solltest jetzt gehen. Was war das? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Mann, die Hitze macht dir ganz schön zu schaffen. Ich denk grad nach. Bin ich gut oder bin ich gut? Da gibt's nicht viel zu wissen. Wenn du ordentlich zuschlägst, hat kaum jemand eine Chance gegen dich. Ein starker Schwertkämpfer prügelt nicht einfach nur auf seinen Gegner ein. Das gibt doch nur wieder Ärger. Echt cool gemacht, oder? Echt cool gemacht. Du hast doch bestimmt Gold dabei. Wir sind alle am Arsch. Da bist du ja wieder. Ich hab zu tun. Na gut, dann bleib ich hier. Nur weiter so. Pass auf! Wir beobachten dich. Nur weiter so. Nur weiter so. Wir beobachten dich. Wir dich für die Sache verantwortlich machen. Du hast nicht genug Gold dabei. Aha. Runter von meinem Turm! Was willst du? Ich gehe wieder zurück. Ja, mach, dass du wegkommst! Du bist in Ordnung. Hey, mach, dass du wegkommst, du dreckiger Dieb! Elendes Drecksvieh! Komm, wie du willst! Alarm, Eindringling! Wache! Ich mach dich fertig! Alarm! Stör mich nicht! Ah. Kümmer dich besser um dein Kram! Schöne Gothic 3, wo ist genommen. Auf Diebstahl stehen die Jungs überhaupt nicht. Verschwinde! Still! Ah! Man muss sie alle töten. Nein, nein, ja! Daran wirst du dich erinnern. Problem, habe ich gedacht. Ah, stark gemacht, oder? Mhm. Dreckiger Dieb. Ah, cool, mit den großen drei Voice-Dings. Also echt cool gemacht. Fetzt das ist mir. Eine Playlist hier. Da sind 6 Folgen dabei, die sind ziemlich kurz. Und da wir sowieso Überlänge machen, können wir uns ja alle reinziehen. Die ballern mir uns alle rein. Und wieder mal von Jules in der Demo. Oh ja, grünes Pictures. Oh, der Remulator. Ach, grüß dich, warte. Like. Haben wir noch jemanden, den wir noch folgen können? Ich schick dich zum Remulator. Ne, dann bauen wir jetzt hier mal seine Playlist, wa? Das ist die erste Folge, genau. Das ist die erste Folge hier. Leg mal direkt los, auf Play drücken hier. Okay, einfach machen wir. Auf Play drücken. Ah, einfach auf Play. Schon, ja. Einfach auf Play. Auf Play, Mann. Okay, Bruder, dann machen wir das. Oh, also, stopp. Stopp. Like. Let's go. Ist hier für mich noch da? Ne, da kommt gleich wieder. Da ist.
Pipi machen. Er lässt uns hier einfach allein. Ja, lässt. Ja. Alter, wer essen denn so ein Snickers, ey? Nicht über Snickers Eiscreme. Geil. So, Alter, wollen wir... Wer frisst bitte so einen Snickers? Man hat noch nie gesehen. Ah, das ist einfach nur random, ey. So ist der Legend of namenlosen Held. Okay. Wir könnten ja mal tatsächlich, weil wir Coffee Content ist ja schon nice, aber ich glaube, irgendwann hat man da schon alles auch gesehen auch. Deswegen könnten wir vielleicht ja mal so, keine Ahnung, auf alte Werbung reagieren, auf irgendwas anderes reagieren, an dem auch mal. Hier und da mal, so ausnahmsweise mal. Wo man Let's Plays reagieren? Nee, Mann, nicht Let's Plays, aber zum Beispiel, keine Ahnung, so lustige Geistervideos oder sowas, keine Ahnung, Mann. Können wir auch immer machen. Also, natürlich, wenn wir von Coffee können wir dem ja auch vielleicht das auch machen. Ja, klar. Ich meine, dass sich die Zuschauer generell gerne sehr zurückhalten, was Kommentare angeht. Wird uns auch niemand widersprechen. Das stimmt. Hey, ich sag's nur, wie es ist. Du, Digga, das wird irgendwann, das ist ja der absolute Boom werden hier. Der Boom? Etwa der von TTS? Ja, Pupis. Der Boom. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Community, um die Website zu sprengen. Jawohl. Okay, wollen wir mal anfangen. Mit Teil 1. Okay. Laber nicht so viel, drücke Play. Laber nicht so viel, es geht los. Alter, bewegt den Mauszeiger, PK! Ein Irrlicht? Du Schwein hast bestimmt Zahlers umgebracht. Na warte, das werde ich dir heimzahlen. Also wie geil ist das denn unten links, hä? Oh Mann, da habe ich gestern wohl schlechtes Sumpfkraut erwischt. Da hat wohl wieder jemand dunkle Pilze eingemischt. Ich lege mich besser nochmal hin. Einfach die Minecraft-Herzen. Hello. Das darf nicht wahr sein. Sind wir hier bei täglich größtes Moratier oder was? Hey, listen! Was? Wie kommt denn deine Stimme in meinen Kopf? Du willst mir sagen, dass du eine Fee bist? Und der böse Rabendorf ist gekommen, um Unheil über das Land zu bringen? Nichts für ungut. Aber das hört sich alles sehr abenteuerlich an. Ich hüte jetzt erstmal die Truhe im Turm und dann schaue ich weiter. Bis denn. Dann schauen wir doch mal, was dieses Schmuckkästchen zu bieten hat. Ich hoffe, eine fette Waffe und ordentlich Gold. Das wäre gut für den Anfang. Das ist wohl das Herz eines Feuergolems. Und das habe ich schon in der ersten Truhe gefunden. Naja, mich wundert nichts mehr. Aber wo kriege ich jetzt eine anständige Waffe her? Ich muss zum Monster kloppen. Hey, listen! Du schon wieder? Was gibt es denn? Das grobe Kokier, wie schwer finde ich also in einer Truhe außerhalb dieses Turms? Na dann, nichts wie los. Hey du, wenn du mich ansprechen willst, dann visiere mich an und drücke die A-Taste. Alles klar, so funktioniert das also. Und jetzt führen wir erst einmal einen Dialog und du erzählst mir ein bisschen was über die Lore. Oder? Lore?
Was bist du denn für ein Spinner? Ich wollte dir nur eine Gameplay-Mechanik erläutern. Jetzt kannst du weitergehen. Na gut, dann trotzdem danke. Ich glaube, ich sollte doch erstmal wieder mit der Fee sprechen. Irgendwie verstehe ich das ja alles nicht so ganz. Und was blendet mich da ständig von der Seite? Ich glaube, ich gehe lieber wieder ins Bett. Und zuvor gönne ich mir einen schwarzen, weißen und mindestens 10 Bier. Wo bin ich hier nur reingeraten? Ein nackter Typ steht auf einem Baum und erzählt mir irgendwelche Storys. Und dann dieser Maus. K.O. Ja, das war das Video Legend of Namenloser Held. Legend of Namenloser Held, ich bitte dich. Entschuldige, natürlich Legend of Namenloser Held. Ich muss kurz entschuldigen, PK Charmant ist gerade out of order, ist aber demnächst gleich wieder da. Dafür bin ich jetzt hier am Start. Erstmal die Ordner durchsuchen. Nee! Nein, alles gut. Ich weiß ja, was er hier hat. Ich kenne ja den Plan, den er hat. Alter, das ist eine Playlist, Mann. Die ziehen wir uns rein. Genau. Ey, warte doch mal. Ey, geh doch mal zurück, Mann. Ey, was machst du? Das ist eine Playlist mit 6 Videos. Die dübeln wir uns rein. Ach, okay, also quasi einfach nur hier das nächste spielen, oder? Nein, das ist schon das nächste hier. Das ist das Intro hier, da. Aber das ist Werbung. Ich bin ein kleiner dann müssen wir kurz die Werbung abwarten, gell? Aber die Werbungen, die werden immer mehr random. Das bin ich gesehen. Ah, vor allen Dingen hier, gell? Mund an der Stirn. Wenn deine innere Stimme keine Ruhe gibt, es wird auch immer schlimmer mit der Werbung bei YouTube, gell? Alter, was rauchen die denn? Da frage ich mich auch. Weißt du, mit dunklen Pilzen oder was? Okay, hier geht's weiter bei Legend of Namenloser Held. Exactly. Das ist aber das Intro hier. Mal gucken. Schreib mir hier. Ich muss schnell weg von hier. Der böse Randorf ist hinter mir her. Hier, nimm diese Laute. Früher oder später wirst du verstehen. Ist denn er? Was für ein sicker Trick, ey. Der lässt die Laute einfach drehen. Ja, leider nice, gell. Auf der Handfläche, Mann. Ey, das hat was. Der Lautenbalancierer. Hey, du Bursche. Hast du ein Mädchen mit einer Laute vorbeikommen sehen? Ein Mädchen? Da war nur die Notenade. Sie ist in Richtung Salasturm abgehauen. Salasturm? Spiel keine Spielchen mit mir, Junge. Du meinst wohl den Waldtempel. Waldtempel? Noch nie davon gehört. Aber du wirst es schon wissen. Alles klar. Und du, Junge, versuch ja nicht mehr in die Quere zu kommen, sonst mache ich dich einen Kopf kürzer. Junge, wie redest du denn mit mir? Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Jetzt bleib mal ein bisschen geduldig, Messias. Was soll denn das? Entschuldigung, bin kurz auf die Maße gekommen. Oh, zum Glück war das mein Albtraum. Ich bin froh, wieder wach zu sein. Nach so einem Traum freue ich mich sogar auf den beschissenen langen Dialog mit Xardas. Wo ist denn mein Lebensspalten hin? Was sollen diese Herzen? Sind wir hier bei Legend of Bekacktes Interface oder was? Haha, lol. Legend of Bekacktes Interface. Haha, genau. Ja, leider geil. Ah, und gleich wieder so laut. Gemeinsam wandeln wir das. Ah, furchtbar. Bitte, gib es mal, komm schon. So,
Dass die Werbung immer gleich so laut ist. Furchtbar. Grauenhaft. Ich verlasse diesen Turm nie mehr. Gottig ist nicht mehr gottig. Das ist mir alles zu verrückt. Hey! Listen! Du schon wieder? Lass mich bloß in Ruhe. Watch out! Was hast du da eben zu mir gesagt? Ich soll endlich meinen Arsch hochkriegen. Sonst gibt es volles Pfund aufs Maul. Genau das wollte ich hören. Das ist gottig steil. Dann auf geht's. Ich hole mir jetzt mein Schwert und dann gehe ich Wildschweine jagen. Was soll das heißen? In Legend of Namenloser Held gibt es keine Wildschweine. Einerlei. Dann jage ich eben was anderes. Was sagst du da? Ohne Rüstung bin ich ein gefundenes Fressen für die Monster. Da erzählst du mir nichts Neues. Aber wo finde ich eine bessere Rüstung? In der Truhe im obersten Stockwerk. Na dann, nix wie hin. Die neue Rüstung sitzt hier angegossen. Aber wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Listen! Ich soll mir also als nächstes das grobe Kopierschwert holen, welches sich in der Natur in einer Höhle befindet. Na, da kommen wir in Beinfrage. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Was liegt da denn am Boden rum? Bestimmt irgendein magischer Felfanz. Ich bin die namenlose Legende. Ich brauche keine Magie. Ich hole mir jetzt das Kokiri-Schwert und dann gibt's volles Pfund aufs Maul. Hey, junger Bursche. Ich bin die namenlose Legende. Lässt mich bitte passieren, damit ich mir das grobe Kopierschwert holen kann. Ich muss mich dem bösen Rand aufstellen. Ich sehe gar keine Waffe an deinem Gürtel. Dann kann ich dich nicht passieren lassen. Willst du mich verarschen? Ich suche nach dem Schwert. Vielleicht befindet es sich in der Höhle hinter dir. Also, lässt du mich jetzt durch? Vergiss es! Jetzt mach die Biege oder du kriegst meinen halben Gekostab in die Fresse. Na schön. Du lässt mir keine Wahl. Dann laufe ich eben einfach seitlich an dir vorbei. Nein, nicht seitlich an dir vorbei. Verdammt. Na gut. Diese Runde hast du gewonnen. Aber ich komme wieder und dann wirst du mich nicht mehr aufhalten. Was ist eigentlich mit meiner Stimme los? Muss wohl von den Tragen der Rüstung kommen. Ich wusste doch, dass das nicht stimmen kann. Was für ein Vollidiot! Und ihr glotzt nicht so blöd und abonniert Schulz' Kanal! Sonst gibt's volles Pfund aufs Maul! Genau! Das. Maya. Maya. Halt! Stopp! Was ist denn das da vorne schon wieder für eine Teufelei? Haha, das Gesicht!
Die Nase. Evich, bist du es? Du bist aber ganz schön fett geworden. Und warum bei Bia stehst du auf einem Lauf wieder rum? Ist das ein neuer Trend in Korinis? Was ist los? Das ist gar nicht Elvich. Das ist ein DQ? Und er wird mich gleich angreifen? Du erzählst mir doch schon wieder die Story vom Scavenger. Watch out! Was soll ich jetzt nur machen, Fee? Ich hab hier nicht mal eine Waffe, um mich zu verteidigen. Oh Mann, mein Schädel. Ma, warte, dir werde ich's zeigen. Was sagst du? Ich brauche ein Schild, um diesen Hain zu besiegen? Vergiss es. Mit Schildern habe ich schon schlechte Erfahrungen im Bottich 3 gemacht. Ich finde schon eine andere Lösung. Was haben wir denn hier für einen netten Stab? Na, den hol ich mir doch mal. Was sagst du? Das ist ein Deku-Stab? Eine sehr mächtige Waffe in Legend of namenloser Held? Mir egal. Hauptsache, ich kann es diesem Deku Elvitz ordentlich besorgen. Leg dich nie wieder mit mir an. Da vorne ist eine Höhle. Dort könnte ich mal nach dem groben Kokiri-Schwert suchen. Ich vermute fast, dass mir der Typ mit seinem Schild da vorne irgendetwas sagen will. Ich bin mir zwar nicht sicher. Aber ich glaube, ich könnte das grobe Kokiri-Schwert in dieser Höhle finden. Sehr diskret. So. Jetzt habe ich das Schwert gefunden. Und was nun? Ich bin die namenlose Legende. Irgendjemand muss mir sagen, was als nächstes zu tun ist. Du schon wieder? Du hast tatsächlich so ein bisschen was von Xardas. Der hat mir auch immer gesagt, was ich als nächstes zu tun habe. Listen! Du sagst also, dass ich als nächstes in das Tal vor dem großen Turm gehen soll? Dort werde ich herausfinden, was als nächstes zu tun ist? Mal dann nix wie hin. Lord André, es ist uns gelungen, das Problem mit dem abgeschlossenen Turm zu lösen, bei dem wir den Schlüssel nicht mehr finden können. Perfekt. Was ist die Lösung? Der gute Peck hat bei seinem Aufenthalt in der Roten Laterne eine Truhe gefunden, in der sich Bomben befanden. Jetzt wollen die Jungs die Tür zum Turm damit aufsprengen. Die Bombe ist platziert, Männer. Gleich gibt's einen großen Knall. Und die Tür ist offen. Ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin der Valentino aus Korinis. Ich bin so stark und auch so wild. Ich treibe es heiß und eisgekühlt. Was ist denn das da vorne? Also, wenn das mal nicht cool war. Ja.
Einmal die Werbung mal ein bisschen leiser machen hier. Die Anspielungen auf andere Szenen sind schon nicht schlecht, gell? Ich bin so schön. Ich bin so cool. Ich bin so schlau. Ich bin der Valentino aus Corinis. Ba 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 ba. Er läuft. Wo läuft er hin? Er nimmt keinen. The man? Da war er davor auch schon. Ich habe dich doch vorhin schon mal gesehen. Sag mal, was ist denn mit dir passiert? Du bist auf einmal so klein. Frag mich nicht. Das muss mit dieser Rüstung und dem Schwert zusammenhängen. Seit ich sie trage, habe ich auf einmal eine ganz merkwürdige Stimme und bin geschrumpft. Sowas kann einem mit letzten aufnahmeloser Held schon mal passieren. Du darfst jedenfalls die Höhle passieren. Schließlich hast du ein Schwert und kannst dich gegen Gefahren verteidigen. Sehr schön. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich? Na klar. Wenn du im Kampf verwundet wurdest, dann schau mal im rechten Höhlengang nach. Da befindet sich eine Fee, die den Erzcontainer wieder auffüllen kann. Eine Fee? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Alter, die sind genauso groß wie der Held. Na, das nenne ich doch mal eine Mega-Meister. Wie cool ist das denn? Das soll die tolle Fee sein? Das ist doch nur die olle Kräuterhexe Sagitta. Sei nicht so frech, du kleiner Lümmel. Willst du jetzt, dass ich dich heile, oder was? Bitte sei so gut. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Ah, schon viel besser. Hast du, Trottel, gerade meine Salbe gegessen? Ja, wieso? Hätte ich das nicht machen sollen? Meine Herzcontainer ist wieder aufgefüllt. Danke und bis zum nächsten Mal. Ich darf wieder ankündigen. PK Charmant ist wieder zurück und wieder live dabei. Grüß dich, Kapfield. Der Messias ist wieder verbannt. Nein, ich bin schon noch dabei. Aber ich muss dazu sagen, PK Charmant war ein ganz lieber, hat mir ein Bier gebracht. So, und was soll ich hier jetzt in diesem Tal machen?
Ich habe mein Schwert aber keinen Gegner, um ihm volles Pfund aufs Maul zu geben. Was sagst du da? Ich soll den Nikobaum aufsuchen? Und wo soll er sein? Watch out! Ich soll auf der Karte nachschauen? In Legend of Namenloser Held hat man die Karte also schon zu Beginn im Inventar? Das ist ja mal ein Immersionskiller. Aber ich will mal nicht so sein. Dann schauen wir mal nach. Ah, da hast du dich also versteckt. Na dann wollen wir mal. Ja, geile Sache, hä? Ich hab leider die letzten... Warte mal. Alter, nicht schon wieder Werbung, Alter! Ah, ist furchtbar. Ist wirklich furchtbar. Vor allem ist die Werbung immer so ekelhaft. So, wie weit seid ihr jetzt bei der 3, wart ihr, ne? Ich hab keine Ahnung. Nee, mit die letzte Folge, die mir das angeschaut haben, war die 5. So, jetzt ah, sind wir bei der 6 eigentlich. Okay, dann machen wir jetzt noch 6. Halt dich fest, es geht jetzt bei der 6 weiter. Ja, aber ich halte mich fest, ah, Mann. Oh, oh. Oh. Oh, sehr intim hier. Wie immer. Weiter geht's. Oh, ein Wald. Oh, schöne Büsche, ey, Digga. So, so. Was soll also der mächtige Dekobaum sein? Und was passiert jetzt? Oh, Navi. Du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, namenloser Held. Ich grüße dich, Wetterbaum? Schnauze. In Legend of Namenloser Held spricht der Protagonist nicht. Außerdem bin ich noch nicht fertig mit meinem Monolog. Höre nun die Worte, die ich der Dekobaum dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. Das kannst du laut sagen. Erst war da die Mutter Nabel, die mir ihre Laute gegeben hat. Und dann kam auch noch dieser böse Herrendorf. In diesen Tagen, da die Diener Belias neue Stärke erlangen, werden die Auserwählten von Albträumen beplagt. Dies ist auch ihr Widerfahren, namenloser Held. Nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft soll mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? So sei es. Hinter mir befindet sich eine Höhle. Tritt dort ein, tapferer Namenloser, und besiege das Böse, das dort eingekehrt ist. Nun ist es an der Zeit, zum ersten Mal mein Vorbeskopierschwert einzusetzen. Gegner dieser Klinge, nehmt euch in Acht! Jetzt gibt's endlich mal volles Pfund aufs Maul nach Gottig Art! Eine Babyspinne? Was ist genau der richtige Gegner, um mich aufzuwärmen? Auf sie mit Gebrüll!
auf sie mit Gebrüll. War das etwas schon alles? Im Bottich sagen wir zu so etwas kümmerliche Vorstellung. Aber gut, ich denke, dass das nur der Anfang war. Schließlich gibt es in einem richtigen Bottich-Dungeon immer viel zu kloppen. Also die Mucke ist ja so geil im Hintergrund. Ja, das ist die Mucke aus The Legend of Zelda. Ja, ne? No? Genau. Stimmt. The Legend of Unterhosenmann. Das ist die Mama dazu. Die findet das wahrscheinlich nicht so nice. Die Mama ist ja ziemlich groß. Ja, die ist solche Viecher habe ich im Keller auch. Das solltest du vielleicht mal aufräumen. Gepanzerter Spinnenparasit. Geil. Oh. Watch out! Was sagst du da? Ich soll meine Wurfdolche verwenden, um sie zu besiegen? Fernkampf ist was für Amateure. Er kämpft genauso wie ich. Na gut, ich gebe zu, du könntest recht haben. Dann probiere ich es eben mit dem Wurfdolchen. Schnelle Nummer. Die war schnell. Genauso wie ich bei den Spinnen im Keller. Die brücke ich auch immer mit dem Schwert weg. Und das war es schon? Das ging ja viel zu einfach. Hey, listen! Wir sollten zurück zum Dekobaum und nachschauen, wie es ihm geht. Na dann nix wie hin. Das Geräusch gibt es in meiner Unterhose auch immer. Ach, bei dir auch? Ja. Fein das Geräusch von Irrlicht. Das höre ich morgens auch immer. Oh, was geht jetzt ab? Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Hör mich an. Wenn es denn sein muss. Wenn es denn sein muss. Was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus dem Minental kam, aus dem Bösen, verflucht. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos auf, um Zugang zum Reich in zu. Am besten fliegen die Herzen, die so zu sehen sind. Diese Herzen, die machen ihn echt verrückt. In diesem heiligen Reich ruht das Auge Innos, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Könnten wir uns bitte auf die wesentlichen Punkte konzentrieren? Deine Phase interessiert mich nicht unglaublich. Bitte jetzt meine Mission kurz und prägnant zusammenfassen. Du ungeduldiger Bengel! Na schön! Du musst Rabendorf volles Pfund aufs Maul geben und verhindern, dass er an das Auge Innos herankommt. Kapiert? Na also, geht doch. Dein Ende naht. Gepfielt? Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Abnippeln verdammt. Meine Zeit ist vorüber. Mein Abnippeln, geil. Mein Auftrag war, kennst du diese Rede, wenn du nicht? Ja, doch, kenne ich. Aber es war eigentlich überhaupt nicht zu kosten. Aber geil. Das Land des Hoffnung. Namenloser Held, begib dich in die Stadt Korines. Suche dort die Prinzessin des Hafens, Nadel auf, denn sie teilt dein Schicksal. Prinzessin Nadel? Ich breche ab. Die Zukunft liegt in deinen Händen, namenloser Held.
Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf dem Helden, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Was bei Bilja war das denn? Oh Mann, mein Kopf! Lister, die Stimme kam mir doch die ganze Zeit bekannt vor. Du bist also der Dekobaum. Boah, hör auf zu labern. Mein Kopf platzt gleich. Dieser bekackte Randor kam hier vorbei und hat mir einen Schenkel angedreht. Nach den Schmökern hatte ich übelste Halluzinationen. Ich glaube, ich bin jetzt wieder bei Sinnen. Hast du zufällig einen grünen Novizen bei dir? Ich brauche jetzt was zum Durchziehen. Na klar. Und gleich wieder Sumpfkraut an. Seit dem 1.5. Bei uns in Deutschland. Seit dem 1.4. Ah, 1.4, Entschuldigung. Hat das alles gestimmt, was du mir vorhin als Dekobaum erzählt hast? Das weiß ich. Dekobaum erzählt hast. Halluzinationen. Vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Ich mach's mir jetzt erstmal am Lagerfeuer bequem und sitz mir den Arsch platt. Viel Spaß bei was auch immer du vorhast. Tschüss drauf. Viel zu viel. Den merke ich mir, Schüsseldorf, ey. Den merke ich mir. Das ist geil. Du hast recht. Ich sollte mich als nächstes auf den Weg in die Stadt machen. Hoffentlich erhalte ich hier Antworten. Tut's, dange. Absolut. Hallo. Legendär. Ein Like verdient. Warte, bitte. Ja, hab ich schon. Hast du schon. So, das... Nee. Ach nee, das war der letzte, das ja. Das war die 6, ja, mir war Lu, also, falls du das mal siehst, Jules, bitte, bitte, warte mal. Yes, do it, man, come on. So. Gehen wir weiter mit der Watras-Geschichte, würde ich sagen. Kapiert? Nein. Bist du bereit? Nein. You are ready? Sehr gut. No, I'm not ready. Aber heute, du musst auch. Watras in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin gespannt, was Kev sagt. Let's go. Kümmerliche Vorstellung. O großer Abanos, gewähre mir ein gesundes, langes Leben und eine reiche Spendenkasse, auf dass ich dir noch lange dienen kann. Und vergib mir meine Sünden, denn auch ich mache manchmal Fehler. So, mein Soll ist erfüllt. Ab in die Kneipe. Bester Mann, bester Mann, ja, Digga. Prost. Ein Feuermagier, ein Paladin und ein Novize kommen in die Kneipe. Der Barmann schaut die Kerle an und sagt, verpisst euch, ihr Wichser. Nicht schlecht. So, Watras, aber für mich ist heute Schluss. Ich muss morgen noch ganz viele alte Aufzeichnungen über Drachen durchgehen. Ich muss endlich herausfinden, wie ich die Macht von ihnen in mir aufnehmen kann. Ach, das klappt doch eh nicht. Trink dir lieber einen mit mir. Sorry, Watras, aber du weißt, ich habe meine Pläne. Jo, ist gut. Möge Adanos die schützen, Kumpel. Der Abend ist ja noch jung. Ab in die rote Laterne. So, man soll es getan. Ab in die Kneipe. Ey, Kapit, also, wenn wir uns jemals treffen zusammen, jemals treffen, ne? Mit dem Jack und mit dem Red und Messias natürlich, genau so läuft das ab. Auch erst so beten, ja, und dann so, mein Soll ist getan, erstmal in die Kneipe. Ja, genau. Jungs, seid ihr da? Nein. Nein, wir dürfen nicht nach St. Pauli. Und Check. Checkst auch dann. Naja, St. Pauli ist jetzt nicht unser Ding. Aber geil, da gehen wir hin, Junge. Ja, wäre schon geil, ne?
Das machen wir live dann. Do it. Oh yes, baby. So, okay, Kev. 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 Scheiße, wo bin ich? Tja, das wüsstest du wohl gern, was? Boah, ein Glück. Ich dachte erst, Kavalon hat was damit zu tun. Schluss mit den dummen Sprüchen. Du bist doch dieser Milizaini, oder? Was willst du? Du hast schon wieder vergessen, wer ich bin, oder was? Mann, Junge. Ich kann mir doch nicht jedes Gesicht merken. Also, was ist? Als Teamleiter ist das die Hölle. Ich will mehr Geld. Und deshalb muss man mich dann umhauen, oder was? Du verstehst es wohl nicht, Vatras. Entweder du gibst mir mehr Geld, oder ich schneide dir dein bestes Stück ab. Dafür ist dein Schwert nicht groß genug. Sag mal, willst du mich verarschen? Mann, versteht denn hier keiner mehr? Also dein Schwert ist nicht groß genug. Schöne Anspielung, oder? Wer kennt das nicht? Ich öfters. Hast du ein grobes Breitschwert? Weil ich hab bloß einen Degen. Ich hab den Erzdrachentöter. Oh, okay, alles klar, okay, wir machen weiter. Du hast gewonnen. Der Spaß. Du hast jetzt die Wahl. Mehr Geld oder Schwanz ab. Das war's für dich, Martin. Ach, so hieß der Kerl. Ja, und er wandert jetzt in den Knast. Das Kerl, yes! Danke. Als du mich rausgeschmissen hast, bin ich zum Miliz gegangen. Ich arbeite dort jetzt als verdeckter Ermittler. Und Martin hier war mein erster Fall. Er hat sich schon lange verdächtig gemacht und er bestiehlt die Paladine. Dass ich dich gerettet habe, war also nur Zufall. Wer? Na, Martin hier. Nein, wer gefragt hat. Du bist ein Arsch. Mach's gut, Kev. Er hat mich tatsächlich Kev genannt. Ja, die Zeit ist vorbei. Ihr könnt abhauen. Immer wieder legendär, oder? Jürgen. Immer wieder legendär. Ich muss jedes Mal lachen. Ja. Also die Sache mit Kev finde ich total geil. Wer hat gefragt? So, haben wir es geliked? Ja. Ja, hab ich schon gemacht. Like ja. Ist schon da. Okay. Jetzt gehen wir nochmal zum Schulz. Also irgendwie haben wir es sehr Schulz-lastig heute, hä? Aber wir haben da noch ein anderes Video. Vergiss nicht in den Chat nein, zu gucken. Nein, hab ich schon gesehen. Das machen wir als nächstes, okay? Ist gut, Jung. Okay, mein Sohle Sechser, es geht weiter. In der letzten Folge von Gottig Monster Duell. Hey Hagen, altes Haus. Ich bin mal wieder hier, um mir das Auge Enos zu holen. Nicht so schnell, Freundchen. Ich habe hier eine Botschaft von deinem Freund Xanas. Du Idiot, solltest mich doch aus Belias Schattenreich befreien. Das reicht. Namenloser Held. Ich fordere dich zu einer Runde Gottig-Monster-Duell heraus. Jetzt wirst du gleich starten. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich spiele den Folterknecht Brutus im Angriffsmodus. Brutus bei einem... Weil der mit den Fleischschwanzen total zu und tun hat. Weg. Greife die Lebenspunkte des namenlosen Helden direkt an. Nicht so schnell, Freundchen. Ich aktiviere die Fallenkarte Vanyas Reize. Beckilein, wenn du mal wieder an Mamas Brust naschen willst, dann hau diesen Großkotzhagen mal richtig an. Mamas Brustnaschen willst. Ah, wie geil ist das denn? Zufälligerweise sind genau die richtige Karte gezogen, um dich endgültig zu besiegen. Ich spiele meinen Fleischschwanz im Angriffsmodus. Nein, Fleischschwanze des Todes. Ein Schmierlaus. Effekt. Dein Brutus hat nämlich mächtig Angst vor Fleischschwanzen. Scheiße! Ich hab keinen Bock auf diese ekligen Biester. Brutus! Ich erlöse dich von der Fleischschwanze, wenn du die Lebenspunkte von Hagen direkt angreifst. Da bin ich sofort dabei. Nein! Ich hab keinen Bock auf Belias Schattenreich. Namenloser Held! Exalas alte Hütte. Na, alles gut bei dir? Du musst die drei Avatar-Karten der Götter Inos, Adanos und Belia besorgen. Mit ihrer vereinten Kraft kannst du in das Schattenreich Belias gelangen und den bösen Antagonisten herausfordern.
Goodish. Achso, ja, da hatte ich letztes Mal, da hast du doch jetzt letztes Mal hier meine Götterdämmerung eingesprochen mit den Highlights. Da hat eine, da hat ein Typ reingeschrieben, muss mal überlegen. Da hat jemand reingeschrieben, ach, das heißt jetzt Gothic und nicht Gothic. Habe ich nicht Gothic gesagt? Weiß ich gar nicht. Nee, hast aber Mann, der soll sich die Hose scheißen, Mann. Nee, ich habe lachend ein Smiley hingeschickt. Weil es mir zu dumm war. Da gehe ich nicht drauf ein, es ist mir zu dumm. Was sind die Hosen, Mann? Wirklich, das ist Wahnsinn. Tja, ey. Ich fand's total genial. Und dir, danke dir auch nochmal. Peace. 10 Euro. Oh, shit. Schreib beim Check an, okay? Check. 10 Euro an dich. Danke dir. Galapide, ey. Ja, nicht sein mit. Hey, Palan, wo finde ich? Bei Innos. Du willst mich die Kirche fragen, wo die Kirche ist, oder? Ja, yes. Nein, ich suche die Götter-Avatar-Karte von Innos. Die Götter-Avatar-Karte von Innos? Du sprichst von einem heiligen Symbol unserer Kirche. Woher weißt du davon? Ich habe jetzt keine Zeit für Einzelheiten. Xar, das geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Die Zeit rennt. Sprich mit unserem geistigen Führer Pyrokar. Er wird dir weiterhelfen. Ach ja. Falls du mal gottig Monsterkarten tauschen willst. Ich habe ein ganz nettes Stück auf Lager. Ich hatte sie den Novizen Babo abgenommen. Sie taugt zwar nichts im Kampf, aber sie ist mega, das kann ich dir nur sagen. Nee, lass mal stecken. Ich bin dann mal bei Pyrokar. Bis bald, Rian. Bis bald, Rian. Geil. Hey, Pyrokar, altes Haus. Ich bin gekommen, um die Avatar-Karte von Innos an mich zu nehmen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Die Avatar-Karte von Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Verdammt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt sag nicht, dass es der bekackte Pedro war. Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es als Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße. Ich hörte die Nachricht von dunklen Gottig-Monster-Duellanten, die ihr Unwesen treiben und den Leuten Karten aus dem Deck klauen. Ja, ja. Wer war's denn nun? Einer unserer größten Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Also auch der bekackte Pedro. Woher weißt du davon? Das spielt keine Rolle. Ich nehme an, ihr Feuermagier habt euch in der Zwischenzeit wieder hier die Asche platt gesessen und habt eure Novizen vorgeschickt. Das ist nicht so einfach zu erklären. Innos will. Mach einen Kopf zu. Ich schaue mich einfach auf der Straße um und folge den Leichen der Novizen zu Pedro. Tschüssikowski! Ah, der hat ja einige interessante Kottich-Monsterkarten. Na, die pack ich gleich mal in mein Deck. Der bekackte Pedro. Auch kein Menschentyp. Oder? Nö. Endlich hab ich dich, du Schwein. Der namenlose Held ist also gekommen. Moment, mein Stimmverzerrer funktioniert nicht. Warte bitte kurz einen Moment. Schulz hat das gleich gefixt. Alles klar, ich habe hier nichts Besseres zu tun. So, jetzt aber. Ich habe dich eigentlich schon viel eher hier erwartet. Ich muss noch ein bis zwei Sachen in der Roten Laterne klären.
Aber genug geredet. Rück die Avatar-Karte von Inosa aus. Und du meinst, dass ich sie dir einfach so überlasse? Ja. Nö. Na klar. Nö. Doch. Ah, die schöne Werbung. Aber eigentlich muss man die bis zum Ende angucken, dass der Typ, zum Beispiel jetzt Schulz jetzt zum Beispiel, geht dafür durch. Nö, Batschi Batsch. Oder? Verflucht, dann lass uns ein Gottig Monster-Bell austragen. Der Gewinner erhält die Avatar-Karte des anderen. Jetzt sprichst du meine Sprache. Der Einsatz für das Duell sind die Avatar-Karten und die Seele des Verlierers, die in Belias Schattenreich einkehren wird. Na schön, dann lass uns loslegen. Ich überlasse dir den ersten Zug. Du-du-du-du-du-duell. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ich spiele meinen Skavenschein-Verteidigungsmodus. Das sollte fürs Erste genügen. Na dann wollt ihr deinen Skaven schon mal etwas einheizen. Ich spiele meinen Novizen der Feuermagier im Angriffsmodus. Man nennt ihn auch den grünen Novizen, weil er noch etwas grün hinter den Ohren ist. Aber deinen Skaven schon wird er trotzdem platt machen. Seine Angriffspunkte übersteigen die Verteidigungspunkte deines Skavenschers im Wanken. Novize! Vernichte den Skavenscher mit einem Hieb deines Kampfstabs. Alter, die Musik ist immer richtiger Banger. Die Musik macht das alles viel besser. Keine Sorge, du wirst in Belias. Aber stell dir mal vor, du spielst so Gothic, ja? Ich bin erstmal fertig mit der Kampfmusik. Oder? Bam! Ja? Stell dir vor, du spielst so Gothic, ja? Irgendein Monster oder irgendein Gegner greift dich, ja? Du hörst nur so ein. Jetzt flitze ich nicht auf! Und du hörst die Musik im Hintergrund, das stelle ich mir richtig lustig vor. Das war schon cool. Also. Ja, das für reinmodden? Oh Mann, ey. Tschüss, wieder was ausgepackt hier. Oh. Grüße gehen raus von uns. Auf jeden Fall. Bam! Let's go! Ich spiele meinen grässlichen Wolf im Angriffsmodus. Ah, dein Wolf hat nicht die Stärke, um einen Novizen etwas anhaben zu können. Das mag sein, aber ich spiele die Verstärkungszauberkarte Wurstfleisch. Nachdem mein Wolf das Fleisch verköstigt hat, ist er zumindest ebenbürtig mit einem Novizen. Das wird mir Zeit geben, eine neue Strategie zu überlegen. Und das war schon alles? Ich höre, du hast sowohl Lautan als auch Salas besiegt. Die müssen offenbar ganz schöne Flachpfeifen gewesen sein. Lauf nicht rum, spiel deine Karten. Na schön, wie du willst. Ich spiele den senilen Knacker im Angriffsmodus. Der senile Knacker, wie geil ist das denn? Ich war gerade noch in meiner Natur und habe mir auch schon viel Segenskanal Neise Gornar-Videos angeschaut. Zugegeben, der macht nicht viel her. Aber nun spiele ich die Zauberkarte Fusion. Dadurch kann ich meinen Novizen mit meinem senilen Knacker verschmelzen lassen. Dadurch erhalte ich das mächtige Gotik-Monster-Mitglied des Hohen Rates Ultra. Also nicht Ultra. Nein! Tu es nicht. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich spiele die Verstärkungszauberkarte Elixier des Geistes, wodurch sich die Angriffskraft von Ultra erhöht. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ultra, verwandle seinen grässlichen Wolf in einen Haufen Asche. Verdammt, das wirst du mir büßen. Ja, ja, mach deinen letzten Zug. Belia ruft schon nach deiner Seele. Ich glaube an das Herz der Karten. Ich bin am Zug. Das sieht gut aus. Ich spiele mein klappriges Skelett im Angriffsmodus. Ich glaube, du kannst nicht zählen. Dein Knochenhaufen ist meinem Ultra weit unterlegen. Ach ja. Dann warte ab, was ist passiert? Ich spiele die Zauberkarte von Mutter der Ritterrüstung. Durch diese Karte wird mein Skelett in den Rang eines Schattenlords aufsteigen.
Einer raus! Das darf nicht wahr sein! Hast du gesehen, das war der Kapfield-Sprung. Ja, der legendäre. Der legendäre Kapfield-Sprung. Und damit nicht genug. Mein Schattenlord hat auch eine besondere Fähigkeit. Sein Schall der Untoten erlaubt es mir, zwei Zombie-Karten aus seinem Deck direkt aufs Feld zu beschwören. Verdammt, das sieht gar nicht gut aus. So, und nun ist es Zeit für die Angriffsphase. Schattenlord. Attackiere seine Mutter mit einem mächtigen Zweihänder. Und jetzt seid ihr an der Reihe meiner Zombies. Greift die Lebenspunkte von Petro direkt an. So, du hast nur noch 100 Lebenspunkte und meine Überlegenheit auf dem Feld ist überwältigend. Was gibt es da zu lachen? Du meinst also, du hast mich schon geschlagen? Ja. Dann bist du falsch gewickelt. Ich habe noch eine ganz besondere Karte auf meiner Hand. Ich habe extra auf diesen Moment gewartet, um sie auszuspielen. Ein bisschen Drama muss in einem Gottlich-Monster-Duell schon sein. Diese Karte habe ich aus den heiligen Hallen des Klosters entwendet. Oh nein, sag jetzt nicht. Doch, hier kommt er, der Avatar-Inos. Ja? Oh, das war die falsche Karte. Also gut. Nochmal, hier kommt er, der Avatar-Inos. Scheiße, das ist immer ein stinkender Paladin. Und er hat ja auch noch mein hässliches Gesicht. Lass dich von seinem Äußeren nicht täuschen. Er hat mächtig was drauf. Außerdem hat er eine mega nice Spezialfähigkeit. Sein heiliges Licht verbannt alle Monster vom Typ Untot auf den Monsterfriedhof. Was? Willst du damit etwa sagen, dass? Avatar-Inos. Setze dein heiliges Licht ein, um die Untoten hier Scharen des namenlosen Helden zu bezwingen. Hab voll weggepetzt. Dummerweise kann ich dich in diesem Zug aufgrund der Spezialfähigkeit nicht mehr angreifen. Aber dir bleibt nur noch ein Zug Zeit. Danach ist ihr Ende im Gelände und ich werde dich in Beljas Schattenreich schicken. Cooles Video. Cool. Also ich muss schon zugeben, der Jules, der hat's geschafft, ja, dass ich mir jetzt auch Yu-Gi-Oh! Geben werde. Direkt, nachdem wir hier fertig sind, werde ich mich duschen gehen, auf die Couch fetzen und gucken. Yu-Gi-Oh! Und das live? In der Reihenfolge. ja, es ist live auf Gornhub. So, jetzt mal. Stopp. Kaffee hat mal ein schönes Video geschickt und das werden wir uns ja nochmal angucken. Oh, wir haben einen Zuschauer hier, der M. Nee, der nicht der M, der Sabu Geodim. Ah, ja, grüß dich. Ja, yeah, warte. Grüß dich raus. Darauf erstmal ein schönes, saftiges M. Ah. Y. Na, es labert noch nicht so viel. Weiter im Text. Ja, denkst du? Wir haben heute eine XXL-Folge. So, bist du bereit? Nein. Okay, Messias, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, ich bin auch nicht bereit. Let's go. Aber wenn ihr nicht bereit seid, aber los geht's. Hey, Leute. Schön, dass ihr euch alle versammelt habt. Heute ist mein großer Comedy-Auftritt. Ich erzähle ein paar Witze. Wie ich sehe, seid ihr ganz heiß auf meine Witze. Deshalb fange ich mal auch direkt an. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie leicht zu durchschauen sind. Ha. Wie dumm ist das denn, Digga? Der war schon nicht schlecht. Aber ich hab noch einen. Ein Buddler bestellt 99 Portionen Fleischschwanzen-Rabot bei Snuff. Und Snuff sagt dann, nenn doch eine Portion mehr. Dann hast du 100. Und dann sagt der Butler, aber wer soll denn die alle essen? Und 9. Yes.
Da kommt so ein Typ aus dem Sumpflager zu mir und sagt, er würde jetzt Meditation machen. Mache. Und da meinte ich doch glatt, das ist ja auch besser, als wenn er stundenlang rumsitzt und nichts tut. Und da wir gerade bei der Bruderschaft sind, warum beten Blutfliegen zum Schneefer? Naja, sie sind Insekten. Also tschüss. Scheiße. Alter. Was soll das heißen? Du findest meine Witze etwa scheiße oder was? Nein. Soll ich dir deine Drecksfresse? Nein, Fletcher, ich hab nicht gesagt scheiße. Ich hab gesagt, die sind echt nice. Das dachte ich mir doch. Also, Leute, Huddler, es geht jetzt weiter. Ich habe nämlich noch eine 2-3-Stunden-Show geplant. Ach, du Scheiße. Treffen sich zwei Kerzen, fragt die eine. Was machst du heute Abend? Antwortet die andere. Ich gehe aus. Okay, geiler Abschluss. Wirklich. Auf? Ja, echt? Stopp. Leider nein. Ich bin Lord Hagen, richtig? Hagen. Und ich wollte nur sagen, das reimt sich. Danke fürs Zuschauen. Und an der Seite gibt's andere Sachen, die man auschecken kann. Treffen sich zwei Kerzen. Ah, komm, es hat ein Like verdient. Ja, hast du schon geliked? Damals hab ich schon gesehen, ja. Sagt die eine zur anderen, was machst du heute? Antwortet sie darauf, ich geh heute aus. Wie geil ist das denn? Alter, willst du jetzt doch mal etwas sagen? Nein. Oder was? Nee, das war einfach am Rand. Ich hab das einfach jetzt. Aber ich würde mal gerne wissen, was Messias da drüber denkt. Okay? Wir halten uns mal zurück, wir zwei. Und würden gerne mal den Messias mal sprechen lassen, was der da drüber denkt. Essen. Ich denke, aufrichtig. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich mache ausnahmsweise mal ein Video und wir haben ein Thema, worüber wir reden müssen. Wir haben einen neuen Release in der Gothic-Welt erreicht, den es glaube ich so noch gar nicht gab. Und zwar haben wir Gothic mittlerweile in der Unreal Engine. Und ja, das ist natürlich sehr schön, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Es ist wirklich sehr schön. Und es ist wirklich ein großer Schritt, dass uns das auch von THQ erlaubt bzw. geduldet ist, um da überhaupt was machen zu können damit. Und heute reden wir mal drüber, wie die Entwicklung so ist, aber erstmal erkläre ich euch, wie ihr das Ganze hier macht. Ihr geht hier auf Eigenschaften und schaut dann bei Betas und da drückt ihr drauf und dann gebt ihr hier die Adresszeile bzw. kopiert ihr das einfach rein. The Colony is not unreal. Geht auf Code überprüfen und dann ist die Beta freigeschaltet und ihr könnt sie somit auch installieren. Ja, und zurück. Ich habe ein Thema, worüber ich... Dorfs, wir haben das ja im Podcast ausgefestet. Wir haben das hier im React ausgefestet. Jetzt deine Meinung dazu. Ja, also ich muss mal kurz ausholen dazu. Ich kenne Gothic. Ich hatte damals angefangen, das war über 20 Jahre her, hatte ich mit Gothic 2 angefangen. Und ich fand das Spiel so mega geil. Und kam da, wo ich Gothic 2 dann ziemlich oft durchgespielt hatte, kam ich dann zu Gothic 3. War natürlich mein Spiel, weil ich mochte das Spiel. Das hat einen Charme gehabt, was bisher kein Spiel mir gegeben hat. Ich sage es jetzt mal ganz salopp, dieses dreckige, was ein Rollenspiel eigentlich ausmacht. Dieses Ur-Rollenspiel. Und ich fand das einfach echt toll. Und jetzt mit dieser Unreal Engine, ich finde das so nice, weil einfach die Grafik, wie detailreich das gemacht ist, es spricht mich sehr an, macht mir echt Spaß. Und das für Gothic 1, für ein Spiel, was
Hier muss ich mal kurz zu PK Charmant übergeben. Ich würde mal sagen, über 25 Jahre alt ist, oder? Ja, 20 Jahre, ne? Und wann kam Gothic 1 raus? Das ist schon Anfang 2000. Also kapiert. Du bist der Älteste in der Region. Es ist sehr ansehnlich. Also ich finde, die Texturen sind wirklich, also die müssen sich nicht verstecken. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Immer wieder schön. Und ich finde es auch schön, dass die Community weiterhin so dabei ist, dieses Spiel so publik zu machen, so aufzufrischen, immer mit der Zeit zu gehen und immer wieder neue Inhalte zu bringen. Man kann es selbst nach 20 Jahren immer wieder anschauen. Das ist einfach das, was einfach schön ist. Das ist ja auch faszinierend. Gothic ist genauso alt wie ich. Ja, ja. Hier muss man dazu sagen, Capfield, du bist ja auch relativ jung. Ja, sag zu dir Capfield. Hallo? Oh, neuer Name für die Liste. Ja, sag weder Blackfield, sondern du bist der Capfield. Ich bin nicht mehr der Capfield, ich bin der Clubfield, ich bin der Blackfield, ich bin der Clubby oder der Cappy. Das bin ich der Capfield. Der Capfield, ja, ins Englische. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch schon Ende 30 und kam halt relativ früh zu Gothic. Capfield, du bist ja selber, ich glaube Anfang 20, relativ jung noch. 22 bin ich. Ja, relativ jung. In meinen Augen ziemlich jung. Und finde das sehr schön, dass du trotzdem in dem Alter Gothic kennengelernt hast und Gothic auch lieben gelernt hast. Was es heißt, so Gothic zu spielen. Ja. Jetzt raus. Ja, wie gesagt, haben wir ja im Podcast alles besprochen, was das alles angeht. Und wir haben wir zwei auf React, aber ich würde mal gerne eine andere Meinung hören von Messias, was er dazu sagt, wie er das findet. Die Eindrücke nach so vielen Jahren. Ja. Ich muss kurz dazu sagen, auch Schande auf mein Haupt, ich habe Gothic 1 und damals mal kurz angespielt, nie wirklich durchgespielt. Ich fand es damals auch schon sehr interessant, weil mich hat Gothic 2 einfach mehr interessiert. Das war dann einfach das, was mich mitgerissen hat. Und jetzt, wo ich sehe, dass die Community auch an Gothic 1 noch weiter baut, finde ich so schön. Das finde ich einfach toll und das macht für mich einfach, wo ich sage, okay, Gothic 1, ich kann ich wieder mal spielen. Ist einfach zeitlos. Es ist wirklich zeitlos. Ich glaub, das und die Dialoge machen es auch aus. Ja, richtig. Und das ist das Schöne auch, weil es die Community immer wieder dazu macht oder quasi die Fanbase, was die immer wieder mit reinbauen mit ihren eigenen Inhalten. So, würde ich jetzt noch als Abschluss nochmal unseren Red nochmal einbauen lassen. Ja, die Goblins und der Almanach. Wenn es so spielt. Alter, das Bild, ey. Warte, ich spule nochmal zurück, Ein bisschen spät heute, aber. Ja, mach ich den Guter. Ja, Mann, ich hab ein Bild. Warte. Danke dir. Und das ist der Kaffee auf dem Discord. Du ein neues Stream. Ein bisschen spät heute, aber das macht nichts. Denn besser jetzt. So. Gemütlich. Oh, der Rev bietet sein Meat. Echt? Ja, guck hier. Bitte ein Bitte. Er prügelt sein Fleisch. Nein! Blub. Weißt du, da sagt er immer zu mir, ich bin ein übelst schlechter Gothic-Spieler. Oh, hier, komm. Ja, danke dir. Warte, stopp. Ich hab's gestern gesehen, wie gut du Gothic spielst. Pass auf. Ja. Check. Ja.
Der Sack. Ja, da ist er ja, der Verräter. Ja, ja. Und damit ja. haben wir ihn. Beweisfoto Nummer 1. So, also ich, ganz ehrlich, ich war von den Trollen schon. Ja, ich war auch nochmal da. Aufstehen. Hier, guck das an hier. Wett. Da, da. Ja, viel Spaß. Beweisstück Nummer 2. Also, ob ich jetzt den Herzen schlagen hätte, ob noch Crit krieg. Jetzt das wäre ja frisch gewesen, wäre das jetzt nicht passiert. Eieieiei. Vielen Dank, Jack, mein Freund. Ich muss wieder machen, weil du jetzt doch wirst schon langsam echt mal ins Bett, Mann. Wir zwei gehen noch schön ins Bett. Hast du noch irgendwie. Warte, ich schau mal meine Hose nach. Hast du noch irgendwie. Was Kleines? Hast du noch. Was Kleines willst du haben, da kann ich nicht mehr. Was Kleines gehört in deiner Hose. Ah, okay. Oh, doch, da ist was. Ja. Oh. Eine Zettmünze. Zeig mir noch was Kleines und. Wir können auch. Noch ein kleines Video noch starten. 2 Stunden. So ungefähr, ja. Wie bei Reddit hier einfach mal 3 Stunden einfach mal streamen. So, like. Also mein Highscore ist jetzt ungelogen vom Streamen her. 13 Stunden. 13 Stunden in der Corona-Zeit. Ja, da kannst du auch ja 24 Stunden filmen. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie von 13 oder sogar 15, irgendwie sowas ist schon länger her. Aber ich habe dann im Endeffekt Schluss gemacht, weil ich einfach A, keinen Bock mehr hatte, B, richtige Kopfschmerzen hatte vom ganzen Zocken und C, weil ich einfach scheiß müde. Nach 13 Stunden ist das auch normal. Irgendwann ist mal Feierabend. Nee. Ey, guck mal, wenn ich jetzt bei uns hier reingehe. Damit ein herzliches Willkommen zur weiteren Folge Google Translate. Wieder zu Butter. Eine weitere Woche ist vorbei. Und zwar Weltklasse. Diese Minensuchbude. Es ist. An Moderation 10 von 10. Okay, wir machen das jetzt mal hier, weil es ja die Folge davor von mir war. Das machen wir noch. Weil ich will wissen, was ihr Drecksäcke gesagt habt. Das kannst du rausfinden, indem du noch mal nachsiehst. Vergiss es. Dann rennt das schnell vorbei. Das ist Willy Gonzales. Das habe ich noch mitgekriegt. Ich rede mal mit Gala, um zu gucken, ob er was zu sagen hat. Hallo. Ich möchte einen Zwischenbericht fragen. Essen. Ich möchte gut informiert sein. Es gibt große Magie. Sie haben es geschafft. Es gibt große Magie. Sie haben es geschafft. Lass mich vorbei. Aber lass mich vorbei. Ist Alter, und das Level ist vorbei. Also die Quest, die ist abgeschlossen. Genau, und da war's das. Ja. Es gibt große Magie. Also haben sie es geschafft. Verlust. Falscher Charakter. Ja, das ist Verlust. Nehmen. Ich brauche mehr Kraft. Wenn die Zeit gekommen ist. Ich möchte eine normale Rüstung. Der neue Schutz hat uns. Ach, hast du schon eine neue Rüstung geholt? Ja. Oh Gott, ich bin schlecht, Digga. Ich bin wirklich schlecht. Jetzt ist es soweit. Meinen Masterplan umzusetzen. Oh, jetzt geht's los. Es wird safe nicht leicht. Ja, Schweinehunde. Aber es wird lustig. So, wir speichern hier nochmal ab. Also, wer Bock drauf hat, wegen den Google-Translator. Hast du ja gesagt, der BK kann ziemlich gut kämpfen? Nee, der BK kann nicht ziemlich gut kämpfen. Deswegen machen wir es auch so. Dann in der Beschreibung gucken. Weil nichts ist heißer als eine Nadel. Also das Stück habe ich jetzt bis jetzt nicht gesehen. Ja. Aber ich habe doch extra separat gespeichert, weil wenn du schlau wärst, dachte ich mir, guckst du mal nach, ob man das separat gespeichert irgendwo. Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das mit angeschaut, wo das live war, da waren die schon ganz schön gemein.
Also ich habe, also wo du hab dann, Capfield auch gesprochen drüber. Capfield, jetzt bist du Capfield. Digga, jetzt bist du Capfield. Also ich habe... Oder Kappi, wie man... Legend of... Du kannst dich auch einfach Philipp nennen. So heiße ich ja auch, ist er nicht so. Wie auch immer. Ich übrigens auch. Also ich habe hier, also ab da an, wo ihr im alten Lager wart, habe ich dann nicht mal geguckt. So, und jetzt sehe ich, ihr Schweine. Und ja, da hämmert die Schlampe. Da hämmert die Schlampe, Digga. Das Beste war doch immer, yes, das S kommt mit. Experte. Das Beste war ja, als du mir geschrieben hast, du hast Angst und ich so, gut. Ja. Ja. Hatte ich auch. Kratsch, oder Katsch. Ihr war auch gemein. Vor allem, wo sie sich abgestellt haben. Tatsächlich. Hutholz, war das ein Hutholz? Ja, ich glaube schon. So. Unsere Reise beginnt. Ich werde gegen nichts kämpfen. Ich werde keinen Fall morden. Und das hast du ja angeguckt. Das habe ich mit angeschaut, ja. Da war ich mit dabei, wo die live waren. Ich werde gegen nichts kämpfen, ich werde auch laufen. Und da hat auch geschrieben, dass sie ganz schön gemein sind. Nee, ich erinnere mich. Ja, genau. Den Trick. Den habe ich Ihnen schon gezeigt, den Gilbert. Den BK. So, was weißt du, Orkstadt oder Xalas Turm? Orkstadt? Ja. Yeah. Orkstadt machen wir? Ne, Orkstadt, nur weil ich dich schon abgeliefert habe, ihr. Ja, guck dir mal das Aussehen Gameplay an. Schön ausmanövriert. Die Jungs, die können kämpfen. Ja. Wirklich gut, ja. Schön vorbeigelaufen. Razors! Und dann kommt meine Folge, weißt du? Ja, Schweinehunde. Ich hab das ja echt geplant. Du hast das ja echt geplant. Ja, ich hab's komplett geplant. Ich hatte 3 Wochen Zeit. Oh, der Check ist dran. Nächste Woche bist du dran. Nächste Woche ist Jack dran. Und dann bist du dran. Und dann machen wir den Jack Rush Plan. Bitte, Golden, jetzt einfrieren. Boah. Ja, wisst ihr, der Jack sagt, dass er noch einfrieren und so drin. Ja. Das fand ich ja total unmöglich. Unmöglich. Mogli. So. Hinter dem Baum, ne? Hinter dem Baum war das ja. Ich weiß. Ich guck gerade extra wegen dem. Aber Gott, ist es ja so, du hältst dem Helden den Streich, weil du guckst an den kleinen Zeh und der... Ihr Schweinehunde, wirklich. ...zu einem Häufchen Asche. So, da werde ich gespeichert. Ja, genau. Und da hat er gespeichert, der sagt. Genau dort hat er gespeichert. Was Sache ist. So ist mein Plan. Ich habe gesagt, meine Rache wird furchtbar sein und sie wird durchgezogen. Ich meine, hier, guckt euch das an. Und das hat er Retalk gemacht. Ich biege jetzt ab, dass ihr Bescheid wisst. Wir sollten eigentlich gar nicht durch Endgame-Gebiet. Normalerweise kommen wir da erst viel später hin. Weil, warte, vielleicht kann ich hier eine Karte mal aufmachen. Na gut. Spielt jetzt nicht so. Aber ungefähr dort sind wir halt. Da gucken wir jetzt. Da werden wir jetzt hingehen. Ja, irgendwo da im Ork-Gebiet. Ich freue mich schon auf BK's Stream. Ich glaube, das hast du gemacht, du Sack. Ja. Auf YouTube, auf seinem Kanal macht er das noch. Ich werde ihn hier absetzen. Und ich bin gespannt, wie er sich nächste Woche am Montag schlagen wird. Bin ich hier wirklich gespannt, das wird nämlich echt lustig. Ihr seid gemein. Oh ja. Gemein? Ja. Gemein? Ich bin immer noch der Meinung, dass ihr gemein wart. Nee, mein Freund. BK,
hat sich das Ganze selbst zuzuschreiben, als er gesagt hat, setzen wir Kapfi beim Morgfriedhof ab. Das stimmt allerdings. Ja, ne? Ja, ich bin. Also, wie gesagt, ich war übelst gespannt drauf, was er gemacht hat. Naja, wir sollen das bei mir gleich mit Dragon Age weitergeht. Dragon Age. Falls jemand auch hier von mir hier mit dabei ist. So, okay, das, die Promo brauchen wir nicht. Ja, also. Am Fallout Cupfield. ich würde sagen, nächste Woche. Hab schon einen lieben Check dann dabei. Wenn man dann sagt, wo ich hinlaufen muss. Und warte mal, muss ich, dass ich das verstehe. Ja. Du wusstest auch nicht, wo du bist, wo du hin musst. Nein, keine Ahnung. Das war der Nebeneffekt, denn ich wusste genau, du kannst nicht kämpfen. Ja, wusste ich. Und dann gucke ich dort rein und ich dachte mir, das kann nur vom Kapfi kommen. Meine Rache wird furchtbar sein. War wirklich Blutwurst. Also wirklich. Das war der Hammer. Hast du noch mal ganz kurz Zeit? Dann zeige ich schon bloß mal den Anfang davon. Nein. Bauleben, das machen wir noch. Der Bannmann Existenz, Bauleben. Bauleben müssen wir noch machen, mein Bruder. So, und so sah das aus damals, wo ich reinkam. Bei den TDS. Digga, BK, ich will schon langsam mal ins Bett. Ja, wir gehen gleich zusammen ins Bett. Na bitte, geht doch. Ist mal der Wurst, Bruder. Das müsste ich. Der Schweinehunde, wirklich. Damit ihr das auch sehen könnt. So. Das war wirklich. Ja. Sorry. Wie gesagt, Arbeit war nochmal extrem wichtig. Und das müsste ich unbedingt noch machen. Und das müssen wir noch ein bisschen geklärt haben. Und dann wollen wir jetzt mal starten, wo unser ehrenvolle Cupfield uns da rausgelassen habt. Ihr zwei. Wand. Okay. Genau. Jetzt kommt Nachschnee. Saras Turm. Oh Gott. Ja, Bros, ey. Ja, trau dich. Ja, genau. Okay, das hab ich nicht. Karten. Hab ich hier irgendwas Sinnvolles? Erste. Feuer, die ersten Feuerball. Okay. Also ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich habe das jetzt gerade eben, habe ich das nebenbei, neben der Arbeit, habe ich angefangen, das zu streamen. Beziehungsweise zu testen, ob alles funktioniert, weil ich jetzt die neuen Textur-Patches genommen habe von Bad Medics. Grüße gehen nochmal raus. Und neue Rüstung, neues Gesicht von dem Helden und alles. Ja, das habe ich alles mit eingebaut und hat alles jetzt bis jetzt funktioniert. Und ja, und jetzt bin ich hier. Saras Turm. Danke euch. Danke, weil ich so ein großartiger Kämpfer bin hier bei Geschick 1, ja. Ihr habt mich bestimmt gedisst, ihr Säcke. 100 pro. Aber sowas von. So. Die Leute, die das gerne ansehen wollen, gerne das Let's Play reingucken. Kapit, vielen, vielen Dank. Wir haben ja echt heute ein XXL-Format gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich, was das angeht. Ja, kein Problem. Ich verrechne Gage. Ne? Mhm. 20 Euro pro Minute. Wir sind bei 114 Minuten. Oh
Geil. Ich akzeptiere auch Kreditkartenzahlung. Ja, schreibt das alles bei Check auf auf die Platte drauf. Möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich hier mit dabei sein durfte, dass ich mal auch mal zu Wort kam. Was ihr keinen Fame machen, ey. Ey, aber wenn es nach mir geht, Mann, du kannst gerne wieder mitmachen. Gerne, ja. War schön. Aber coole Sache. Ja, und ihr, sind wir noch live? Ja, wir sind noch live. Die ganze Zeit. Und ihr, Genau ihr. Die, was gerade zugucken oder was sich diese Aufzeichnung angucken werden, lasst ein Follow, sag ich schon, lasst ein Abo da, ein Like und wenn ihr besonders spicy unterwegs seid, auch ein Kommentar. Mhm. Und natürlich, es ist natürlich auch so, dass wir es alles als Freundschaftsdienst sehen. Daher würden wir es richtig begrüßen, wenn ihr mal mit Vorschlägen kommt, was wir uns so anschauen könnten. Weil das sparen wir uns auch Zeit. Ich meine natürlich, unsere Vorbereitung wäre dann auch besser. Mit P. Genau so sieht's aus. Einfach reinschreiben in die Kommentare irgendwelches Video und sagen, ja, das Video können wir mal reacten, alles safe. Ja, und da sind wir gerne dabei. Auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel der Toulon und der Demont. Ja. Wenn du zuguckst und du hast vielleicht noch was, wo du denkst, ey, das müssen die Jungs gucken, gib Bescheid. Und wer weiß, vielleicht ist der Robert Eisenblut, ich glaube, so hieß er. Ja, Robert Eisenblut als absoluter Ehrenmann. Wirklich. Also die zwei Banger, also wir haben zwei Banger gesehen und es waren doch wirklich 10 von 10 Banger. Ja, auf jeden Fall Banger. Definitiv. Mit dem Horst. Das war ein geiles Video, wirklich. Und Crack mit seinem Stand in Extremo. Ja, eben. Also, wenn ihr Lust habt, aufrichtig weiter mitzuwirken oder die Musik passt perfekt dazu, dann bitte in die Kommentare schreiben, das Video könnt ihr gerne reacten und so gerne mit dabei sein. Nächste Woche, Montag, geht es dann weiter mit Check bei mir auf Kanal und wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns am Donnerstag sogar auf Gothic 3 und ja, bis dahin. Einen schönen Tag euch noch allen und wir sprechen uns noch. Macht's gut. Schön, dass ich dabei gewesen bin und lasst es euch gut gehen. Der Messias auf Discord. Der sagenumwobene legendäre, erwählte Adonis. Bra. Ich bin zuständig für den Background und das mache ich auch gerne. Typischer Backoffice. Genau. Nicht nur, aber macht viel Arbeit. Ja. 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 Dann lasst es euch gut gehen. Bei meinen Vorstellungen. So, macht's schon gut und einen schönen Abend euch noch allen und bis. Tschüss. Bye, bye, little one.